mal überlegt, in der Gastronomie oder Hotellerie einzusteigen? Mein Name ist Nadine Heller. Ich arbeite als Hotelfachfrau hier in der Hotelresidenz Immenhof in Maikammer. Mein Name ist Gabriel Willerich. Ich bin frisch ausgelernter Hotelfachmann hier im Wohlfühlhotel an der Rebschule in Roth unter Riedburg. Ich bin Tadeusz Musomba Kimandi. Ich komme aus Kenia. Und ich bin ausgelernt Koch. Ich bin Maren Belger, bin die Restaurantleitung im Brenn Open Ilvesheim und seit 9 Jahren mit dabei und lebe das Inventar hier im Haus. Was macht die Arbeit in der Gastro oder Hotellerie aus? Ich arbeite sehr gerne im Service. Ich mag es, mich um wieder die Menschen und die Gäste zu kümmern, um denen ihre Wünsche zu erfüllen. Und auch, ja, ich weiß, das ist einfach voll mein Ding. Am meisten Spaß am Beruf macht mir einmal so die Vorbereitung, das Eindecken. Aber auch der Gästekontakt, einfach mit dem Gast, einfach die Interaktion und das Vor und Zurück von dem netten Austausch, den man mit den Gästen hat. Und einfach, ja, finde ich sehr erfüllend. Die Organisation in Küche ist ganz wichtig. Man kann nicht alleine arbeiten. Ne? So, wir arbeiten als Team. Wenn es viel los und läuft alles schnell, ja, das macht mir auch Spaß. Vorbereiten geht ein bisschen langsamer. Der Umgang mit den Gästen, das tägliche Feedback, die Zufriedenheit, das Lächeln. Es ist einfach schön. Hier in der Südpfalz warten viele Aufgaben auf alle, die einsteigen oder neu durchstarten wollen. Also ich bin dazu gekommen, ich habe schon früher auf dem Naturfreundehaus als Hausdienste gemacht und habe da schon das mit dem Service und auch die Gästeversorgung kennengelernt. Und ich habe dann Praktikum gemacht und habe dann gesagt, das ist das, was ich machen will. Ich habe früher in Kenia so Interesse an Tourismus gehabt. Und da habe ich auch in Kenia in Hotel gearbeitet, als Barmann. Und dann bin ich hier gelandet. Ich habe Ausbildung hier gemacht und ich bin ja seit 8 Jahren hier. Durch das Praktikum hat mir das einfach Spaß gemacht und das hat mich von dem Beruf überzeugt. Also ich kann es jedem raten, einfach mal ein Praktikum zu machen und dann das selbst für sich zu entdecken. Ja. Ich bin hier im Brennofen angekommen, habe als Aushilfe angefangen und mit den Jahren immer mehr Verantwortung übernommen, bis hin zur Restaurantleitung, die ich jetzt seit 2017 bin. Was treibst du so den lieben langen Arbeitstag? Es ist immer was Neues. Es ist jeden Tag ein anderer Gast vor mir, jeden Tag ein anderer Gast, der was anderes möchte. Also das ist so langweilig, wird so schnell nicht. An der Organisationsarbeit gibt es einmal die Tischeinteilung zum Beispiel, das Richten der Tische, dass die Bons geschrieben sind für den Abendablauf, dass eben ja, der reibungslose Ablauf gewährleistet ist dadurch. Und macht Spaß und bin zufrieden hier. Ich habe die letzte Jahr immer so ein Gericht aus Kenia auch mitgemacht und jetzt sehr gut gelaufen. Also war besser Schnitzel. Wenn ich mittags in den Betrieb komme, starte ich erstmal mit den Reservierungen. Das heißt, ich schaue erstmal, ob irgendwas Besonderes ansteht, richte die Tische, richte den Außenbereich bei schönem Wetter und dann dürfen die Gäste schon kommen. Und weshalb gerade in der Südpfalz? Ich bin ein geborenes Pfalzkind, sag ich mal. Ich lebe hier sehr gerne. Das ist einfach meine Traumheimat. Und es ist wirklich schön, seine eigene Heimat auch so durch einen kleinen Wanderausflug ein bisschen besser kennenzulernen. Das ist ganz gut, ja. Immer Wochenende Weinfest, kann man ein bisschen chillen. Wir haben uns gut verstanden vom ersten Tag und deswegen bin ich hier gekommen, bin ich immer noch hier. Man bleibt nicht nur eine Jahre in einem Betrieb, wenn ich nicht zufrieden. Ne? Ich lebe selbst gern hier, ich nutze es auch aus, dass wir so eine schöne Gegend haben. Ich gehe gern wandern im Wald. Mit dem Rad zur Arbeit zu kommen, ist für mich der perfekte Start in den Tag. Und mittags das nach Hause fahren, kann ich mich nochmal richtig auspowern. Für mich waren die letzten 9 Jahre rückblickend eine tolle Entwicklung. Ich habe ein tolles Haus gefunden, wo ich mich wohlfühle, habe ein familiäres Betriebsklima und einfach mal die Laufschuhe anzuziehen und durch die Weinberge eine Runde zu joggen, das ist Lebensqualität. Wir Pfälzer sind einfach herzlich und unkompliziert. Bei uns ist man gerne Gast. Wir haben Spaß an dem, was wir tun. Ja, das ist einfach das, was uns ausmacht hier in der Südpfalz. Interesse? Schau vorbei. www.gastwerk-südpfalz.de. Das Gastwerk Südpfalz ist eine Initiative der südlichen Weinstraße.